Weiter geht's mit Trainingswoche Nummer 10. Und was soll ich sagen? Das sieht nicht gut aus, beziehungsweise fühlt sich nicht gut an. Heute ist schon Mittwoch, mein erster Lauf heute. Und ja, gestern irgendwie schon nicht so ganz fit gewesen. Die Nacht dann auch wieder recht unruhig geschlafen. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, ja, habe ich ziemliche Probleme, selbst bei niedrigem Tempo in Herzfrequenzzone 2 zu bleiben. Ja, das bedeutet also nichts Gutes. Ich hoffe, dass das Ganze vielleicht nur eine kleine Erkältung ist und nach 2-3 Tagen soweit wieder gut ist. Ja, was anderes bleibt mir da aktuell auch nicht übrig. Aber ich wollte es halt trotzdem versuchen, heute mal eine lockere Runde zu machen. Hab mir jetzt auch nichts groß vorgenommen an Kilometern. Wollte halt einfach mal schauen, wie sie es anfühlt. Ja, und wie gesagt, aktuell geht die Herzfrequenz da schon recht weit nach oben. Das ist halt im Normalfall nicht so bei diesem Tempo. Ja, und dreimal pinkeln musste ich auch schon. Das ist jetzt bei Kilometer 5 auch nicht unbedingt die Regel. Ja, mal schauen, was das hier heute noch wird. Puh, ist immer toll, wenn hier die LKWs mit 60 oder so durch den Wald fahren. Staubt es immer ein wenig. Naja. Ja, ich habe jetzt knapp 10 Kilometer und habe die letzten zwei noch mal etwas schneller gemacht. Einfach um zu schauen, wo die Reise hingeht. Ja, ist jetzt nicht optimal, aber ist okay. Werde ich, denke ich mal, noch ein, maximal zwei in dem Tempo machen. Und dann mal gucken, was es in Summe wird. 16 standen ursprünglich mal im Plan. Die wären sicherlich nicht. Aber jo, 13, 14 wäre schon ganz cool. Mal schauen. 12 Kilometer habe ich jetzt. Jetzt mache ich noch ein Stückchen locker zum Auslaufen. Und dann bin ich mal gespannt auf die Auswertung. Mal gucken, was da so bei rumkommt, wie der Running Index aussieht. Kann auch sein, dass er da heute gar nichts anzeigt, da ich doch die eine oder andere Pause machen musste zum Erleichtern. Ja, naja, mal sehen. Morgen schaue ich dann mal, wie ich mich fühle und was ich dann mache. Aber das wird sicherlich auch nochmal eine eher lockere Runde. Ja, ich glaube, die nächsten Läufe werden dann etwas lockerer in dieser Woche. Ich glaube, außer natürlich, ich fühle mich wieder topfit, werde ich hier keine großen Tempoeinheiten machen. Das, ja, ist scheiße, aber was soll ich machen? Ja, Montag, Woche Nummer 12. Und was soll ich sagen? Ich habe das ganze Ding abgebrochen. Ja, es kam halt das, was irgendwie sich schon ein bisschen angedeutet hat. Letzte Woche Mittwoch der Lauf, oder vorletzte Woche Mittwoch war es ja jetzt schon, der Lauf in Woche 10 ging so halbwegs noch gut. Aber dann am Abend und in der Nacht ging es los, konnte kaum schlafen, Schweißattacken, ja, alles was dazugehört, Husten, ja, keine Ahnung. War scheiße, ich hatte gedacht oder gehofft, besser gesagt, dass sich das Ganze irgendwie so in 3 Tagen widerlegt, dass es besser wird. Dem war leider nicht so. Ja, deswegen erst in Woche 11 sozusagen am Freitag dann den ersten ganz lockeren Lauf, 6 Kilometer wieder gemacht. Das war auch okay, dann gestern am Sonntag nochmal eine etwas längere Runde. Aber ja, das hat keinen Sinn. Ich habe jetzt noch oder hätte jetzt noch ein paar Tage bis zum Sonntag, bis dann der Lauf ist. Und ich glaube nicht, dass das so gut wäre, wenn ich da wirklich auf 3 Stunden laufen würde. Deswegen, ja, das Ganze leider jetzt hier abgebrochen, ist natürlich äußerst ärgerlich, so kurz vorm Ziel. Denn es lief ja eigentlich ganz gut. Ich war so zufrieden mit den Fortschritten, auch wenn die letzten Wochen vielleicht nicht ganz so zu 100% in Ordnung waren, aber dennoch so im Großen und Ganzen war das okay, war ich zufrieden mit.
Ja, es ist wie es ist. Ich kann es jetzt leider nicht ändern, aber ich denke, die Gesundheit geht vor. Ich will ja noch ein bisschen länger das Ganze betreiben und auch noch den ein oder anderen Lauf machen. Ja, und ich lasse den Kopf jetzt nicht hängen. Ich habe ja für Ende September noch den Startplatz in Berlin. Das sind jetzt noch rund 4 Wochen. Da werde ich jetzt einfach schauen, was ich in diesen 4 Wochen wieder hinbekomme. Ich denke, wenn ich diese Woche gut wieder ins Training starten kann, nächste Woche sollte ich da auch wieder ungefähr auf dem Stand sein, wie vor der Krankheit, sage ich mal. Dann habe ich noch ein paar Tage, wo ich etwas machen kann. Und dann werde ich es in Berlin versuchen, auch wenn das da aufgrund der großen Teilnehmerzahlen ja mal etwas schwierig ist. Aber die Strecke ist natürlich optimal, deutlich besser wahrscheinlich, als das auch in Münster jetzt der Fall gewesen wäre. Ja, genau, werde ich es in Berlin auf jeden Fall versuchen. So jetzt der Plan. Denn die letzten Wochen sollen ja nicht ganz umsonst gewesen sein. Ich habe ja doch einiges an Training gemacht. Deswegen jetzt nochmal 4 Wochen und dann sollte das in Berlin klappen. Ja, für den Berlin-Marathon werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein kurzes Vorbereitungsvideo machen. Vielleicht auch 2. Mal schauen, was da jetzt so in den nächsten Wochen passiert. Dann werde ich wahrscheinlich auch ein Video vom Lauf machen. Genau, aber für diese Reihe Münster-Marathon 2024 war es das jetzt leider ja nicht das Ende, was ich mir erhofft hatte. Aber wie gesagt, ist jetzt so, ich kann es nicht mehr ändern. Ja, ich bedanke mich für all eure Kommentare, die ihr da so in letzter Zeit abgegeben habt. Ich versuche das auch weitestgehend immer zu beantworten. Klappt vielleicht nicht immer gleich, aber ich denke, in Summe bin ich da schon ganz gut hinterher. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao, ciao.